an einer Statue der Sieben im Hof. I suspect the Brackers would have made me a supplicant, a slave to these walls. With your help, I was fully briefed about this awful place before I came. My goal was to destroy the... I never thought I would become one of his victims. So, was habe ich denn jetzt hier? Ach ja, stimmt. Also... Der Speer bringt dir, glaube ich, ganz gut. Oh, das sieht ja unendlich beschissen aus. Naja, gut. Müssen wir ihm jetzt folgen, oder... Aber der Speer... Ah, doch, der hat das, das, oh. Das. 11, 12, 2, 3, Erd... Flo, gib mir mal die Robe. Dann habe ich dir nämlich was mit mehr Physical Armor. Alter, ich gebe dir die Robe. Ansei. Ja. Hier, Beachin. Bringt die, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, wunderbar. Aber soll ich den. Meinst du, der Speer des. Ist nicht so schlecht. Aber der große magische Streithammer ist an sich auch geil. Oh, ja. Verlangsamt für eine Runde, ist aber auch nice. Ich probiere den mal. Mal gucken, wie der sich so anfühlt im Kampf. Okay. Ah, hier sind die Frösche, stimmt. Wo sind die Frösche? Wo sind Frösche? Hier in der Nähe, bei diesen... Habt ihr die Höhle schon wieder verlassen? Nee, wir sind in der Höhle. Nein, nicht die Gesamthöhle, aber die... Kannst du speichern, bitte, Boris? Danke. Aus der unteren Höhle wieder raus. Und jetzt? Und jetzt hier rüber. Und dann jemand mit mehr Stärke als ich die Dinger hier verschieben. Warte. Was ist die Barrikade? Egal was. Einfach weg damit. So. Gut. Ja, hier ist wieder Gift. Kann da nicht einer vorher irgendwas draufschmeißen? Wasser oder so? Ja, da ist ein Wasserfass gewesen. Stell das Wasserfass kurz wieder hin. Nice. Zack. So. Sind wir? Nee. Wir sind ab hier noch nicht im Kampf. Wir müssen ab diesem Kadaver da vorne ungefähr aufpassen. Oh, Kadaver ist gut. Kadaver ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, trotzdem aufpassen. Oh, ja, aber Achtung, warte mal kurz. Flo, hast du irgendwelche Schuhe? Nein. Dann gebe ich dir jetzt diese Schuhe hier. Ja, ich bin. I feel pretty! Was ist. Achso, die. Okay, alles klar, verstehe. Oh, lol, hier liegt eine Schaufel. Echt? Stimmt, da liegt noch eine. Ich hole mir mal die andere, dann. Lass uns jetzt aber langsamer fighten, aufpassen. Weil sonst explodiert ja. Mein Blob, der ist nicht so geduldig. Wo sind denn die Viecher? Die kommen erst an. Erst wenn ah, okay, die sind da. Oh, da shizzle. Oh, shizzle. Zwei haben wieder physische und einer hat dazu noch magische Rüstung. Alter, da hoch, das ist ja mega ätzend. Also hier ist, das ist ja eine Rampe, ne? Also hier kann man da hochlaufen. Ah, oh, geil, du hast wieder nicht... Boris hat sich wieder vor dem Kampf nicht geheilt. Nee, der hat mich angegriffen, Flo. Ja, aber nicht mit 37 Schaden gerade. Doch. Dann haben wir ein Problem. Ja. Oh shit, die sind Level 3. Aber wir sind doch auch Level 3, oder? Ja. Ja, das müsste eigentlich schon gehen. Habt ihr auch alle eure Skillpoints so benutzt? Ja. So. Aber ich kann nicht gleich heilen, wenn ich drin bin. Davor ist halt noch beide andere Frösche drin. Oh shit. Immun gegen vergiftet. Achso, ja. Warte mal, ich schau mir mal die Küche an. Also immun gegen vergiftet, kriegen aber mehr Schaden von Wasser und weniger Schaden von Feuer. Also jedenfalls die normalen. Der Elektrofrosch müsste ich gucken, wenn er hier nicht ist. Ah, dann. Der Elektrofrosch ist immun gegen Luft, kriegt extrem viel weniger Schaden von Wasser.
weniger von Feuer und von Poison, aber mehr Schaden von Erde. Also die normalen Frösche kriegen mehr von Wasser und Erde kriegt der Elektrofrosch mehr Schaden von. Okay, Erde hab ich. So, der da oben, den kriegt ihr hin. Ich werde mich mal an den Elektrofrosch langsam ranwagen. Das heißt, ich stelle mich mal hier drüben hin. Kann jetzt eh nichts mehr machen. Paul Star ist dran. Nice. Nice. Geil. Oh, Paul. Bam, direkt wieder drauf. 11 Schaden. Die Dinger sind so cool, ey. Paul, können deine Viecher Fernkampf? Ja. Nur das Feuervieh. Es gibt nämlich bei der Tuse, bei der ich den Skill gekauft habe, dass ich Viecher überhaupt beschwören kann, die hat auch einen Skill, mit dem deine Viecher Fernkampf lernen können. Also können wir dann bei Gelegenheit machen. So, ich gebe jetzt erstmal. Gebe ich Flo magische Rüstung oder Boris? Boris würde ich auf jeden Fall auch heilen. Ja, aber Flo die Rüstung, Boris heilen. Flo ist gleich in Elektro rein. Ah, scheiße. Bei mir ist das Spiel wieder abgestürzt. Okay, ich... Aber ich komme rein. Wenn du mich einlädst, bin ich ja wieder drin. Ich starte. Ich gebe mal die magische Rüstung auch. Auch Boris, weil er 2 Effekte auf sich drauf hatte. Danke. Bitteschön. Und dann mache ich noch eine Inkarnation, oder? Ja. Aber denk daran, nicht Gift, ne? Nicht Gift, ja. Soll ich eine Blutinkarnation machen? Ja, kannst du auch machen. Wenn es das gibt, ich schau mal. Ja, doch, gibt's. Alles klar, direkt dran. Moskitoschwarm, ja, machen wir doch gerade mal. So, kannst du mich einladen schnell, Boris? Ich hab dich schon mal geladen, aber ich versuch's gerne nochmal. Na, ich war nicht im Spiel. Nee, du bist aber in Steam und das reicht eigentlich. Oh, läuft. Die Inkarnation war eine gute Entscheidung. Ja, die sind super. Die sind krank. Die Inkarnationen sind geil, aber mein Charakter macht mir auch von Kampf zu Kampf echt mehr Laune. So, ich bin gleich wieder da, Oh, was waren jetzt? Aber Paul, du kannst jetzt das geile Feuer-Dingsbox machen, wenn du überlebst. Oh Gott, was war das denn schon wieder? Das war das Vieh. Das Vieh war das. Oh je. Sei? Ja, meine Inkarnation, ich versuch die da rüber zu schicken. Was hat denn das für eine Reichweite mit dem Provozieren? Okay, nicht sehr weit. Dann schicke ich die da in die Nähe vom Frosch und provoziere den. Oh lol. Oder er verreckt halt am Feuer, okay. Das war aber echt auch ein bisschen krass. Mit dem Feuer. Oh Alter, warum gehen sie denn so hart auf Boris los? Weil Boris hat Regeneration. Trotzdem ärgerlich. Ja. Ist eigentlich das Beste, weil er sich immer heilt. Ja, auf jeden Fall. Geht mir nur darum, dass die Viecher ihn in Ruhe lassen sollen und einfach sterben, bitte. Also wenn irgendwer noch Erde auf den Elektrofrosch klatschen kann, das wäre optimal. Ja, ich hab sogar eine Erdewaffe, ich würde gerne mal ran. Stimmt. Aber der haut halt ab. Aber ich... Und Feuer auf das Viech oben. Wird er nicht überleben. Ja, also nur noch ein... Dann... Scheiße. Was? Elektrisch bringt bei dem nichts. Das waren auch keine. Achso, das ist ein Random Spell. Achso, warte mal. Wenn der jetzt noch einen. Na, das ist jetzt natürlich blöd. Meine physische Rüstung. Der hat ja noch so viel physische Rüstung. Nee, nee, der hat mag. Quatsch. Achso, ja, einfach drauf. Einmal drauf, der ist tot. Ist so. Jetzt weiß ich nicht, ob... Flute den mal noch nicht, das können wir ja hinterher noch auskasten. Das machen Boris und ich gegen der Glückschance. Der Ability. Ja, ja. So, okay, geht nicht. Ich könnte den höchstens elektrisieren, bringt aber gar nichts. Ich muss halt, das ist halt ewig weit zu dem da hoch. Aber hast du gar nichts Fernkämpferisches?
Nein, das ist auf Cooldown. Schade. Ja, bin halt Nahkämpfer, ne? Ich werde schon mal... Ja. Kannst du mich dahin teleportieren, Sai? Theoretisch, aber du kriegst davon Schaden. Ich würde eher lieber den Frosch runter teleportieren ins Feuer. Dafür ja, kriegt er theoretisch das macht Sinn. Schaden. Das heißt, ich ermutige uns alle Mann mal und bleib dann wahrscheinlich einfach hier stehen. So nah wie möglich am besten. Oder nimm ermutigen, das macht Sinn, ja. So. Dachte nur wegen Heilung nah. So, alle Mann ermutigt. Kann dann weitergehen. Jetzt brauche ich auch keinen Blob beschwören. Wenn du ein Totem oder eine Inkarnation machen kannst, wäre Feuer natürlich optimal. Und Vorsicht, wenn du brennend an das Gift rangehst, ne? Gleich. Nice. Super nice. Läuft. Ach, Sai steht noch im Feuer. Das ist halt gar nicht gesehen. Hast du noch irgendwas Heilendes? Nee, ne, Sai? Ich kann auf Nähe heilen. Aber ich würde jetzt erstmal kurz den Frosch erstmal hier hinwerfen. Ja, mach. Ja. Bam. Dem Alter, Frosch macht das warm. Schaden. Soll ich mich... Moment, ich kann... Nee, ich kann dich nicht heilen von der Entfernung aus, aber ich könnte einen Schritt auf dich zumachen und dich heilen, oder... Ja, heil dich. Ich habe ja noch mehr als halbes Leben. Ausgeruht. Okay... Moment, wie viele Punkte nimmt das? 2. Ich könnte mir Schaden nehmen und ihn einmal mit einem... Ja, mach ich mal. Ich greife ihn mal mit einem normalen Angriff noch kurz an. Weil ich habe ja einen Feuerstab. Wieder, ne? Achso, Feuerstab ist ja Range. Ja. Oh, okay. Lol. Gefailed. Ah, dein Viech. Es kommt nicht so weit. Ach, lügt doch nicht. Ich find's so geil, dass mein Status einfach schockiert ist. Ich bin schockiert. Oh mein Gott. Aber provozieren kannst du, oder? Weil reichen die Punkte dann nicht. Nice. Was für ein blödes Vieh. Super, Alter. Er ist ja aufgegangen, er hat ja mein Vieh angegriffen. Ja. Mit salzigem Schleim. Boah. Das war ein Feuer. Der Schaden. Alter, what the fuck, Alter, der Schaden! Denk dran, Boris oder mich looten lassen, wegen... Danke, Boris. Nice, sehr geil, Boris. Einfach geweckt. Kannst du, bevor du jetzt hier irgendwie rumlootest, erstmal heilen? Ja, kann ich, aber nicht jetzt, weil alles noch auf Cooldown ist. Ich stell mich dafür einfach ins Blut. So. So, nice. Okay. Das ist so geil, ich renne einfach durch Blut durch und bin wieder full. Einmal Paulerino. Oh, eine Flasche vergiftetes Bier. Damit kann man da bestimmt was anfangen. Einmal Moi. Oh, ich merke schon wieder, wie meine Rollenspieltriebe aufwachen und ich einfach Leute möglichst intrigant töten will. So, gibt's was Cooles? Ich habe noch nichts gefunden. Nee. Ja, aber bei dem Frosch zum Beispiel. Oh. Du. Da gibt's was. Hat einer den Frosch hier schon gelootet? Die geladene Amphibie? Hallo? Ui. Die haben. Der, wenn's Silber ist, ist gelootet. Ja? Genau. Wenn's Gold ist, ist es nicht gelootet. Ja, warum ist da noch so viel drin? Oh. Ja. Nee, weil es die nicht interessiert hat, vielleicht. Wo denn? Muss man doch verkaufen. Warte. Ist egal, ich hab's jetzt. Kann man nicht einfach sagen. Aber ist schon. Wir haben aber tatsächlich nichts Geiles gefunden, Sai, oder? Geht. Semi. Ah, eine Hose, die ein bisschen besser ist. Ich hab ein Ripped Shirt, das hat jetzt 4 Physical Armor, falls einer von euch die will. Wie hast du eingestellt, dass der Charakter dem anderen folgt?
Rechte Maustaste folgen. Okay, warum geht das nicht? Stehlen. Angreifen. Kriegen. Na gut. Wahrscheinlich geht es nur, wenn er nicht gespielt wird, oder? Also. Naja, denke ich mal. Okay, dann stell ich mich mal kurz hier. Kurz 5 Minuten weg. 5 Minuten? Ja, so in den Dreh. Kann einer ein Einhandschwert 7-8 Schaden brauchen? Nee, oder? Macht das sonst noch irgendwas Tolles? Nee. Also kein... Nö, die Axt, die Flo hat, macht noch was Besonderes, aber sonst... Ja, aber ist es eine Einhand-Axt? Nee. Ja, doch, ist es. Ich habe vorhin auch deswegen gefragt, das ist eine Einhand-Axt. Will Paul die haben? Ja, Paul will die haben. Bitte. Hat er. Danke. Hat irgendjemand keine Brustrüstung? Ich hab Brust. Ein ganz fleckiges Hemd habe ich. So, ich kann dir ein zerrissenes Hemd geben, das hat halt wenigstens 4 Rüstung drauf. Ja, meins hat 3. Dann kriegst du das. Nice. Oh, und wenn ihr Pilze findet, ich weiß nicht mehr, welche Pilze es waren, aber Pilze in Flaschen stopfen macht Heiltränke. Das sind Steinpilze. Oh, Sai, ich habe was richtig Krasses für dich. Ja, genau, dann hast du hattest nämlich gerade eben dieses Flutglück mit diesem Gejingeln und so, ne? Ja, pass auf, Sai, pass auf. Was hast du? Einen magischen... magischer Elfenstab. Ja. Oh, weißt du was, gib den eigentlich lieber Paul, oder? Gibst du mir aber mal lieber die Giftpfeile? Ja, die gebe ich dir gerne. Alter, der Gürtel. Paul, kannst du diesen magischen Elfenstab brauchen? Paul ist jetzt weg. Ah, weiß ich nicht. Achso, Paul ist doch nicht weg. Schau mal bei mir im Inventar. Ja, aber Stab des Magiers, was ist das für eine Fertigkeit? Die kriegst du dann einfach dazu. Ja, aber ich habe ja jetzt mein Ding mit dem Schild, gibt mir ja gerade magische Rüstung und physische Rüstung. Ja, genau, deswegen mache ich das im Moment. Weil ich halt nicht auf Schaden gehen muss. Ja, aber es gibt mir ja keine Intelligenz dazu und all meine anderen Skills. Nee, aber es gibt ja halt Schaden drauf, der Stab. Wenn du. Es gibt Schaden. Halt ja, okay, nur wenn du ihn direkt als Waffe benutzt. Und halt Gift. Ja, genau. Ein Giftschaden ist halt immer geil. Ja, aber ich benutze ja normale Angriffe gar nicht. Ich komme ja nie dazu, jemanden zu schlagen, sondern meine Fähigkeiten machen ja immer so viel Schaden. Und mein normales Schlagen wird von meinen Viechern ausgelöst. Also ja. Ich brauche nichts, was ich normal schlage. Ich brauche nur was meine Magie verstärkt. Ja. Und das ist halt nicht der Fall. Und deswegen nehme ich lieber die Rüstung vom Schild als das. Verstehst du? Ja, alles gut. Bis gleich. Nee, ich meinte jetzt Sai. Dieses Staff of Magus ist Damage based on your basic attack. Der Staff of Magus Skill kostet einen Punkt und Damage is based on your basic attack and receives a bonus from intelligence. Mhm. Das heißt, mit diesem Staff of Magus. Oh, okay, danke, Per. Hast du halt einen ganz guten Bonus, denke ich. So. Paul, was machst du gleich? Bitte schön, Paul. Dauert das länger oder? Nee, ich bin nur das Gewicht. Was? Von Nadine kurz. Was? Was zur Hölle, Alter, was? Ja, die ist gerade in ihrem Fitnessprogramm und sie drückt, macht das letzte finale Ding ist mit den Beinen meinen Körper hochdrücken mehrmals. Okay. Und dafür brauchst du mich gerade. Ah, okay. Nein. Gut, dann jetzt. Informationen macht das Sinn. Dann jetzt 5 Minuten Pause. Okay? Achso. Und wir können ja Paul. Speicher doch mal kurz. Ja, und Paul, mach mal auf Folgen, dass du jemandem folgst. Wir müssen ja jetzt nicht 5 Minuten Pause machen. Und schlaf ich ein. Kann Ist unser jetzt. Händler-Dude Paul gerade dieses Weitsicht für die Inkarnation holen? Oder Fernsicht oder wie auch immer das heißen will. Wieder bei derselben. Theoretisch ja, wenn ich genug Zeug habe, was ich ihr verkaufen kann, weil ich habe nur noch. Ach nee, ich habe. Warte mal, ich gebe dir mal ein bisschen Zeug, was ich hier noch habe.
Ich habe nur noch 206 Gold, also ich brauche noch 50 Gold irgendwoher. Ja, ich schick dir gerade Sachen zu, die. Obwohl ich ziemlich sicher bin, dass ich die zusammenkriege. Ne, den verkaufe ich nicht. Ja, reicht. Wo ist denn die Alte? Ja, hier oben. Dieselbe wie vorhin beim Eingang. Ach, ihr seid schon raus. Ich stehe direkt vor hier, ja. Mir sagt ja hier keine Sau was. Wo? Kannst du mal pingen? Hier. Ah, okay. Hm. Die hat das Geomantenzeug? Nee, nicht Geomant, Summoner. Ach so, das Summoner. Geomantenzeug ist. Ja, das ist woanders, das ist am Strand, ich weiß. Genau. Wieso liegt denn da schon wieder. Was ist denn hier? Oh, Scheiße, was habe ich denn gerade gemacht? Ah, ich habe auf was Rotes geklickt. Huch. Aber ich habe es nicht mitgenommen. Quick Save successful. Nein, ich hab nichts mitgenommen. Ja, aber trotzdem mal Quick Save. Also direkt in dem Moment, wo du sagst, oh, Scheiße, kommt so Quick Save. Ja, ja. So. Verkaufen. 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 Achso, nee. Die noch nicht. Wir können Trollviecher nämlich auch noch auf Range rumbashen. Das nicht, das nicht. Das nicht. Schriftrolle der Beschleunigung braucht doch keine Sau. Fügt zusätzlich einen AP pro Zug. Ja, doch. Auch nicht. Jetzt habe ich 53 erst. Mein Gott, ey, die ist aber knausrig auch. Ich glaube, die kauft grundsätzlich nur zu ganz beschissenen Preisen an. Was soll ich ihm kaufen? Fernsichtdurchtränkung? Genau, ja. Damit können seine Viecher. Also die Beschreibung müsste sein, dass sie dann. Alter, ich hab's auf den Cent genau. Lol. Ich habe jetzt 259 und es kostet 259. Perfekt. Fernsichtdurchtränkung. Schaltet den Fernkampfangriff für deine Inkarnationen frei. Okay. Klingt doch nice. So. Bin offiziell pleite. Cool. Fortgehen. Ja, kann ich ihm ja schon mal. Eine Hand drücken quasi. Will einer ein paar Handschuhe? Ich hab meine. Ja. Paul bestimmt. Ich weiß nicht, ob. Wer hat denn keine? Was denn? Handschuhe. Handschuhe. Ganz normal. Zwei physische Rüstungen, einfach nur Handschuhe. Nee, brauche ich aber nicht. Ah, hast du welche? Weiß ich nicht. Ja, guck doch nach. Nein. Hab ich nicht. Dann gebe ich dir die. Da. Ich glaube, ich habe übrigens die Falltruhe geöffnet. Zumindest habe ich sie schon mal entdeckt. Was für eine Falltruhe? Von der Typ vorhin geredet hat. Wo bist denn du? In der wir ins Gefängnis kommen. So, wo seid ihr? Falltür zum Untergrund. Sai, warst du da schon mal drin? Ja, das bringt uns dorthin, wo wir waren, nur von der anderen Seite. Also es gibt verschiedene Wege in dieses. Ja, wollen wir. Gefängnis da rein. Wollen wir. Speicher doch mal ganz kurz, ich muss unbedingt mal pinkeln, ich bin gleich wieder da. Das ist quasi die Hauptstory-Ding-Sache weiter. Bis gleich. Bis gleich. So, wieder da. WB. Töten wir jetzt alles? Vermöbeln? Flo, Griffiths, ja? Eine Sache. Das nächste Mal, wenn du nichts findest, ne? Einfach mal gucken. Ich habe jetzt eben gerade drei Leute gefunden, die alle Schaufeln verkaufen. Ja, vielleicht verkaufen wir uns aber auch andere Sachen. Ja, die verkaufen uns zum Beispiel auch Eisendingsbums, was. Nein, ich meine unterschiedliche Sachen pro Person. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch. Aber ich glaube auch erst, dass sie die Schaufeln verkaufen, seit wir Schaufeln haben. Das ist meine ich ernst. Ja, weil ich habe hier jeden Penner gefragt. Ich auch. Wollen wir Griff vermöbeln? Ich würde sagen, speichern und auf ihn. Okay, also dann bleibe ich ein bisschen auf Abstand. Vorwarnung, jeder hier in der Küche. Also irgendwie die da oben und die da und der da drüben steht. Wer ist denn Walze? Die sind dann nachher alle im Kampf. Wer ist wer?
Walze sah so aus wie ein anderer Mitspieler. Egal. Guck mal da. Hilde. Nee, Hilde nicht. Hilde kämpft mit. Nusi kämpft mit. Naja. Needle kämpft mit. Ja, oder warte mal kurz. Vielleicht kann ich ihm ja auch ein vergiftetes Bier andrehen. Sure. Have a look. Ah, nee, kann ich nicht. Ich kann ihm nur was verkaufen. Verkauf ihm das vergiftete Bier. Nein. Nein. Nee. Also du kannst nur sagen, sag, dass du an einem Handel interessiert bist? Ja. Also ganz ehrlich, speichern und go. Und klauen. Okay. Warte, können wir mal ganz kurz, mich mal was machen lassen, bitte? Was denn? Nee. Ich muss was kaufen. Entschuldigung, bitte. Was waren jetzt? Ich habe auf was Rotes geklickt. Naja. Also jetzt nicht speichern, aber dann müsste ich ihn jetzt bribe'n. Ja, jetzt so. Speichern und dann go. Auf wo ihn. Wo ist denn? Okay. Warte doch mal, Flo, bitte. Ich weiß doch gar nicht, wo ihr seid. Ich sehe euch nämlich nicht. Ja, wir doch, sind da hier. Da sehe ich. Ja, alles klar. Jetzt sehe ich euch. Und Rabenstein ist hier, was auch immer Rabenstein macht. Aber am besten greift Flo an, der hat doch seinen... Oh. Du solltest ein bisschen auf Abstand von allen... Ja, warte, ich habe leider... Na, greift man ihn zuerst an oder wen anders? Ne, ich glaube, er hat am meisten Rüstung. Boah, was zur Hölle! What the fick, fuck. Was ist denn jetzt passiert? Es wurde gerade für uns entschieden, ob wir angreifen oder nicht. Warum? Ich weiß nicht. Irgendjemand hat anscheinend angefangen. Nein. Nein. Hä? So, warte mal. Okay, ich bin dran. Warte, jetzt ganz ruhig. Wen macht geil ist auch, Platz? Zu Boris. Ich glaube, du solltest ein bisschen auf Abstand bleiben. Wo steht Boris? Ganz vorne. Ja, es tut mir leid, wenn einer auf einmal anfängt zu kämpfen. Warte mal, ganz ruhig. Du bist so geil. Du bist so gut. Wer hat denn angefangen? Ohne Spaß jetzt. Needle hat sich auf einmal selber gebufft. Keine Ahnung warum, aber der hat jetzt Magic Shell. So, warte mal. Der wird vor allen Dingen richtig übel. So, jetzt. Willst du wirklich von da anfangen? Achso, okay. Geil. Was war das? Du hast gerade mit deinem Giftpfeil auf das Wasserfass geworfen. Ja. Aber kämpfen wir überhaupt gegen? Vor allen Dingen haben wir immer noch nicht gespeichert, nur so als Tipp. Also wir verlieren. Erstmal. Wir verlieren riesen Fortschritte. Ja, wir verlieren ewig viel, wenn. Sind wir jetzt schon im Kampf? Also ich bin nämlich zum Beispiel nicht im Kampf, aber... Ich ja. Okay. Warum ist denn dieser Needle schon wieder dran? Der hat mich so hart angegriffen schon. Warum sind wir plötzlich im Kampf gewesen? Immer wenn Paul so still ist, hat er Scheiße gebaut. Nein. Paul steht ganz still. Ich verrate nur niemanden. Ich kann von hier oben nicht mehr Scheiße. Es ist meine Schuld. Ich habe einfach auf den falschen Knopf gedrückt. So. Boris hat geklaut und wollte ihn nicht für 51 bestechen und hat dann auf Angreifen gedrückt. Oh lol. So, ungefähr. Nice. Da. Dann sag das doch. Ich habe mich nicht getraut. Du bist so aggressiv. Bin ich aggressiv? Doch. Nein. Hey, wo ist er hin? Unsichtbarkeitstrank. Ist jemandem aufgefallen, dass er Chloroform auf unsere Bumsebiene geworfen hat? Ja. Ich finde, das geht mal ganz klar. Das war Rohypnol. Rohypnol, genau. Boah, Alter, ey. Der Typ grillt mich. Nee, der bufft, glaube ich, hauptsächlich. Vielleicht sollten wir den tatsächlich... Ja, ich würde auf den zuerst losgehen. Der hat auch nicht so viel Armor, also der Physical. Der hat aber sau viel anderen Schaden. Kann das sein, dass ich doch da bin, ich da irgendwann komme? Aber dann mit deinem Speer machst du ja auch. Ich überlege, Physical. Ob ich Berührung der Fäulnis gleich mal auf ihn drauf hau. Aber das geht dann auf seine magische Rüstung. Ah, shit. Also wenn du jetzt Needle meinst. Nee, du musst ihn direkt angreifen. Gut, dann kriegt er verkrüppelnden Schlag ab. Jo, und ich gebe dir dann eine magische Rüstung gerade. Ja, dafür muss ich näher ran. Zack, verkrüppelt. Ja. Liegt hier irgendwo eine Leiche? Nee, ne, nicht zufällig. Das wäre super. Noch nicht. Ich brauche Leichen, Leute, das wisst ihr doch genau. Hau drauf. Wir gleich. Ich habe nicht genug AP, jetzt muss ich... Hilde hat 70 Leben, aber nur 9 magische Rüstungen. Also wie können einmal wir kurz. 2. So. Was wird das?
Das sieht auch ziemlich gut aus. Er hat mich beschleunigt. Jetzt habe ich mehr AP. Alte Scheiße! Alter! So, taktische Perspektive. Achso, ja, nee, brauche ich nicht. Das gibt's. Wir brauchen dringend Verstärkung durch eure Viecher. Auch Wasser, ja, damit die heilen. Ja. Wasser ist hier irgendwo Wasser? Naja, da unten ist alles voller Wasser. Aber, ah, da, ja. Wasser, ja. Dafür hat ja Boris taktisch schlau schon mal das Wasserfass zerschlagen. Ja, taunt mal Hilde. Taunt mal Hilde, weil die ist als nächstes dran. Nach, also wenn dein Elementar dran ist, meine ich dein Viech. Lol. Was ist denn das für ein Riesending? Bluttote. Das ist ja geil. Taunt mal Tilde, wenn du es kannst. Ja, erstmal muss ich hier Flur heilen. Ja, okay, das hätte ich sonst sowieso auch noch gemacht. Ja, ist ja okay, wenn das Vieh das macht. Wenn das Vieh auch taunten kann? Ja, klar, aber wenn ja, das Vieh. Ja, es kann auch noch taunten, keine Sorge. Nice. Läuft bei dir. Geil. Und noch Opportunist. Was will die denn jetzt bei mir? Ich geb einen Fick auf den Taunt. Nee, ja, die ist nur weggerannt, weil die hat die nicht an. Ja, okay, die hat jetzt. Ja, die hat einen Bogen, die Bitch. Boah, gib mir die Butter, du Bitch. Beziehungsweise gib mir den Bogen, du Bitch. 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 Alles klar. Soll ich irgendwen buffen? Soll ich die Tuse wieder hier runterwerfen irgendwie? Ja, wenn du Leute schmeißen kannst, schmeiß Leute, da bin ich immer für. Hilde. Die soll weg von mir, die sieht komisch aus. Das macht halt auch gut Schaden immer, dein Schmeißen. Ich werf dich mal auf Needle drauf, ne? Klar, boah, super nice. Damage gekriegt. Ich glaube, ich mach gerade eine Inkarnation, oder? Weil jetzt ist also noch jetzt nicht so heavy mit Flächenschaden machen, das wäre schon ziemlich geil. Ja, mach. Blut oder Wasser? Ja, aber Blut Wasser. Ist ja Wasser. Scheiße. Ja. Wasser, wir brauchen Heilung, definitiv. Alles klar, Wasser ist hier. Und falls der noch dran ist, dann kannst du ja. Kannst du eigentlich Boris Regeneration geben, einfach. Oder? Oder ja, die beiden Typen da drüben, ne? Taunten. Ja, oder die da drüben taunten. Was heißt eigentlich taunten? Provozieren. Provozieren, genau. Ah. So, erstmal ins Gesicht rein. Ich hab das Gefühl, ich sitze mit Dani in einem Spiel. Jedes einfache Wort wird irgendwie anders. Ja, es steht ja taunt dran. Oh, lol, ich kann immer noch. Du bist heilen. Der Einzige, der auf Englisch spielt, sei. Ja. Ja. Aber das weiß er ja auch erst jetzt nach 9 Stunden. Ja, ist halt auch alles besser auf Englisch. Wer braucht Heilung? Ja, eigentlich Jetzt heilt der Needle. Aber benutzt doch keine Heilung, weil dann hast du auch keinen Cooldown. Das ist keine gute Heilung. Logik. Ja, nicht geheilt. Achtung, hier ist noch Rabenstein. Und Rabenstein hat erstmal was gesoffen, nämlich schön Orangensaft, das Schwein. Ja, aber mehr kannst du auch nicht machen. Paulstar ist dran. Neue Inkarnation. Mach einfach Needle platt. Vor allem geil ist, wenn man bei Rabenstein guckt, was sie so macht. Tomatensoße und Orangensaft. Ja, das hat sie sich reingedrückt, oder? Ja, die ist voll auf Tomatensoße drauf. Achso, du könntest natürlich deinem Viech auch Fernkampf geben. Sag mal, ist Griff tot? Nee, der ist doch unsichtbar. Der ist nur erst viel später. Weil da liegt sein Lederhemd. Oh, nein, da ist er ja. Ja, der ist nackt. Au. Ja. Das war für die Frage. Aber ich kann dich gleich heilen. Guck. Oh, lol, mein Viech ist schon wieder dran. Damit heile ich dich dann jetzt einfach mal. Zack. Wen greife ich denn an? Ich glaube Hilde, weil Hilde wird am wenigsten Leben. Ah, ja. Wenn denn Hilde. Zack. Einmal drauf. Zack, nochmal drauf. Nice. Alter, bis ich mal dran bin. Alter, wie die Inkarnationen einfach tanken. Ja, die ja, sind so extrem geil, die Viecher. Vor allem, wenn man einfach zwei davon und so einen Turm hat. Ja, das ist extrem nice. Unsere Kombi ist echt gut. Die macht einfach Spaß. Oh, nice, geiles Ding. Einfach super gemacht, Digga. Kommen, so. Voll gut. Hast du noch irgendwas, was physical ist? Physischen Angriff, was du auf Nadel hauen kannst? Auf Nadel? Nee, oder auf Griff, der hat. Nicht. Nee, ich hab gar nichts drauf. Das ist uns nichts.
Wenn das ein magisches Ding ist, vielleicht auf den rechts. Okay. Au. Ja, ich hab mich mal gebracht. Au, die mögen mich alle sehr. Hier ist Flo, aber guck mal, die Regeneration hat das fast komplett gegengehalten. Ja, auf jeden Fall. So, ich überlege gerade, was ich mache. Das macht ihn noch keinen Sinn. Ich werde ihn einfach mal hart verprügeln jetzt hiermit. Ach so, wenn die Inkarnationen im Weg stehen, macht das was bei einem Nahkampfangriff? Nee, geh mal auf Griff, weil ich der ist auch getroffen von den Inkarnationen. Na ja, gut, dann gehe ich auf Griff. Das war doch anstrengend. So, warte kurz. Ich könnte ihn jetzt noch angreifen oder ihm einen Dot verpassen, der mich auch heilt. Günstige Winde heißt übrigens nur, dass er gefurzt hat. Deswegen ja, natürlich. Was soll es sonst heißen? Ah, nee, was ich aber machen könnte ist... Das werde ich auch erstmal machen, bevor ich weitergehe auf irgendjemanden. Ich werde erstmal... Tada! Hier noch einen Blob bauen. Und jetzt nochmal uns alle anfeuern. Und meinen Zug beenden. Jetzt renne ich mit dem Blob. Kannst du ihn nach oben schicken? Naja, das will ich. Mein Problem ist nur... 4 AP. Ich renne jetzt einfach mal komplett nach da oben. Ja, wenn man so etwas aus einer Leiche macht. Der Vorteil ist ja, dass... Ja, shit. Okay. Im nächsten Zug kann ich den da oben angreifen und... Paul, vielleicht die hier. Die hat nämlich echt wenig magische Rüstung und aber noch volles Leben und steht neben einem Explosivfass. Wer? Wer? Ja. Die Tuse hier steht neben einem Explosivfass. Sag doch einfach Rabenstein, wir wissen doch, wer sie ist. Die heißt aber anders bei mir. Die heißt Rabenstein und ist die O-Saft-Schlürferin. Nennen Sie die O-Saft-Schlürferin. Okay. Ich hab gehofft, dass ich das Fass mitkriege. Aber macht ja nichts. Mit erwische in der Range, aber ist nicht passiert. Was macht eigentlich dein Bluttotem? Das ist aufmerksam, das ist erstaunlich still. Es ist warm? Ja, es ist auf jeden Fall warm. Ja, renn hoch, bis zu meinem Blob, dann kriege ich euch beide. Wenn sie jetzt das Blob angreift und nicht killt. Oh lol. Lol, das verursacht auch noch Bluten, das ist ja ein Traum, das heilt mich. Stimmt, es gibt auch einen Skill. Ich glaube, das ist ein Necro-Skill. Der ist einfach Blutregen. Das verursacht auch Bluten. So. Ich gebe mal dem werten Flo hier die Arme auf Frost. Lass mich raten. Sobald ich sie hab, greifen sie mich nicht mehr an, die Schweine. Naja, wäre ja auch kein Nachteil. Brauchen wir überhaupt gerade Heilung? Ich würde so gern Zombies beschweren. Zombies beschwören, das wäre so geil. Oh, Alter, da ist noch einer. Da ist noch einer, die kommt noch dazu und nennt sich Walze. Ja, ich seh's da oben. Ist euch eigentlich klar, dass ich 20% Bonusschaden mache, weil ich erhöht stehe? Echt? Ja. Du läufst dir das nicht. Das ist eine Sache, stimmt. Ja, dann go. Rauf auf Nadel oder auf hier, Ole Griff. Ach nee, du machst magischen Schaden. Die haben beide, ja, das ist ein bisschen ungeil. Punkte aufheben ist auch irgendwie so useless. Ich heile, glaube ich mal, vorsichtshalber einfach Boris, weil der hat keine Rüstung mehr und das, also hier mit Restore, das ist über mehrere Runden einfach aufbleibt, dass er regeneriert. Achso, übrigens, falls sich jemand gefragt hat, wo der Unterschied zwischen roten und gelben Fähnchen ist. Rote sind Quests und gelbe sind einfach nur Orte. Mhm. Naja, egal, ich kann ja trotzdem noch Schaden machen. So. Jetzt kommt Valerie aus der Lindenstraße. Völlig schlank. Autsch. Was wow, Valerie mit dem Giftpfeil erstmal reingepöbelt. Das war ein Eispfeil. Yep. Alter, diese Viecher, ey. Was sind die denn so hart? Lol. Einmal zu Paul hoch. Ist das scheiße. Aua. Wie backsteppt er bitte von da hinten? So. Vielleicht ist er einer von den Backsteppern. Wer ist denn dran? Achso, das Vieh. Bam! Alter, ey. Das ist so krass, was die an Schaden machen. Naja, das gibt's gar nicht. Oh, oh. Nein. Zum Glück habe ich Regeneration drauf. So, Bumsebiene. Die ist wieder gegen.
Am besten nicht bewegen, weil auf Eis kannst du ausrutschen und einfach direkt deinen Zug beenden. Okay, ich könnte Nadel, Griff oder... Ich würde auf Nadel Griff gehen an deiner Stelle. Nadel hat da hinten genug zu tun. Oder wenn du Walze erreichst. Je nachdem. Weil Griff, weiß ich gar nicht, kann ich vielleicht sogar bald wieder runter teleportieren. Ah ja, stimmt, das ist auch gut. Ich nehm Nadel. Ganz Nadel. Nein. Weil, wenn du an Walze rechts oben rankommst oder so, oder an die Rabensteine. Weil, wie gesagt, du vergiftest sonst wieder alles und jeden im Umkreis. Dann mach Griff. Ja, oder Rabenstein. Aber da hoch kommt er doch nicht. Nein, Rabenstein steht doch hier unten. Ach, die ist hochgerannt. Entschuldigung. Ich darf ja auch nicht laufen. Ja, YOLO, also du kannst probieren. Ja, du kannst es probieren. Das ist halt eine Chance, dass du auslöst. Gut. Easy. So, warte mal. Es dauert ja ewig und drei Tage, bis mein Blob wieder dran ist. Shit. Ist halt ein Blob. Ja, ist ja wirklich so. Machst du nix, ne? Das ist sogar ein aufgeblähter Blob. Das macht alles keinen Sinn, weil ich habe minus 10% Schaden, wenn ich einen von denen da oben angreife. Ja, ist egal, aber Nadel stirbt ja gleich. Ja, vor allem Gift reicht ja auch auf. Okay. Rems. Risky. Nice, jetzt kriegt er alles ab. Keine Rüstung mehr, nix, das ist gut. Läuft. Hi. Fummelt ihr mal. Fummelt meiner bei euch mit dem Speer Stab eigentlich auch ständig rum? Nee. Gerade nicht, nee. Nee, gerade auch nicht. Was machst du, Boris? Gib dir mal klarer Geist. Damit hast du. Für drei Runden so. Bessere Wasserwaffe. Ah, ja, ich könnte jetzt natürlich wieder auf sie mit Gebrüll machen, auf ihn losgehen. Ich könnte aber auch. Warte mal, das sind drei. Und das sind zwei. Das haut rechnerisch ja hin, ne? Ergo. Er schluckt erstmal den. Also. Walze und hier Butter sind ewig nicht. Den. Zum. Ja, töte meinen Blob. Damit er explodiert. Paulzer, kannst du ein Gift-Dingenskirchen machen? Weil der steht ja auf Gift. Der steht auf Gift? Ja, der steht auf Gift. Gift findet er geil. Na, ich mache erstmal einen Random-Angriff und gucke, was passiert. Wahrscheinlich verbrenne ich jetzt selbst. Nee. Alter, krass. Und dann kriegt er noch so einen ab. Bam, Junge. 13, schön Giftschaden rauf. Alter, geil. Und Needle. Needle weiß einfach nicht, was er machen soll. Needle versucht sich noch zu retten. Ja, ja. Kriegt nicht Gelegenheitsangriff. Zweimal. Ey, Needle, du dumme Drecksau. Jetzt rennt er da weg. Und greift jetzt mich noch lass an. Deinen Blob explodieren. Ja, genau, das ist der Plan. Aber auf nicht auf den beiden da? Doch, warte hier. Aber auf den beiden. Ja. Okay. Und blub. Double kill. Nee. Double nicht. Nein? Die Nein. lebt noch. Die alte lebt auf jeden Fall noch, die kam ja neu dazu. Ja, shit, stimmt. Ich dachte, das war hier die andere. Mhm. Butter heißt sie dann. Aber jemanden einfach mal zu Tode bloppen, ist einfach ein unglaublich gutes Gefühl. Ich aufhöre da rumzukauern. Was hast du überhaupt? Quell? Ja. Was ist denn das für ein... Nee. Was? Hä, was hält denn dich... Achso, unterkühlt. Boris, renn mal in der Nähe von Feuer beim nächsten... Oder in der Nähe von der Kochstation. Ja. Nur dann hört das auf. Okay. Path is interrupted. Boah, kann ich echt jetzt niemanden angreifen? Ich glaube, ich muss auch hier erstmal runterlaufen. Oder nee, ich kann mir auch einfach erstmal eine Rüstung wieder geben. Oder ein Teil davon. Which is nice. Which is always nice. Okay, ich beende. Inkarnation kann zum Beispiel oben auf Walze. Oh lol, Alter, wie die ganze Treppe voll mit Blut ist. Ja. Ist halt für mich geil. Wenn ich die Treppe hochlaufe, wäre ich wieder full heal. Mhm. Full health.
Und wieder das Chloroform, die Bumsebiene. Ja, ich sag dir warum. Lol. Oh lol. What the fuck, Alter? Wie viel Giftschaden hat der denn gerade kassiert? Alter. Genug. Bitterböse. Oh, komplett kassiert. Holy shit. So. Okay, wo ist denn hier überhaupt noch was da oben? Da oben. Und lass dich nicht täuschen mit Anklicken, du musst erstmal vor die laufen, weil Anklicken kostet 6, aber wenn du vor die gehst, kostet es nur 2. Das ist so dumm. Also bei mir war das. Vor sie gehen 4 und Anklicken 5, also. Echt? Bei mir hat Hochgehen plötzlich nur noch 2 gekostet. Okay. Nee. Wahrscheinlich ist da zu viel im Weg. Geh trotzdem in die Nähe. Ah nein, warte mal, stimmt. Nee. Stimmt, das ist auf Angriff, deswegen. Da liegt der Fehler. So, komme ich da irgendwie für 2 Punkte hoch? Nein, das ist 3. Obwohl, das müsste hinkommen. Und? Auf die fiese Fresse. Was? Oh, Alter, diese dumme Bitch, ey. Kannst du mir die? Nee, kannst du nicht. Gerade überlegt, ob du mir die hier vor meine Lanze teleportieren kannst. Nee, ich hab grad alles auf Cooldown. Ich hab erst eine nächste Teleportation wieder. Dann geh mal vom Eis runter, das ist ja schon nervig genug. Ja, warte mal, was ist denn im Nahkampfreichweite? Im Fernkampfreichweite. Okay, das kostet 2 Punkte. Wie viel kostet es, zu Paul hochzugehen? Nur 1 AP? Aber nee, dann sind sie nicht mehr im Range. Ich weiß nicht wirklich, wo ich hinstehen soll, um irgendwas groß rumzupassen. Geh zu dem Bluttotem. Ja, das könnte gehen. Weil dann kannst du nämlich oben die beiden Dinger angreifen. Ja. Butter und Rabenstein. Oh, ah, fuck. RIP, so viel dazu. Ich habe keine Schuhe, deswegen. Oh lol, what the fuck, shit. Also sie hat sich selber vergiftet. Ja, aber ich komme jetzt nicht da nicht mehr hoch. Wie genau wurde all das Blut zu Gift? Was war das denn für ein Effekt? Du kannst ja, aber zu der anderen gehen. Ja, runter. Aber bis ich dahin bin, habe ich wieder keine AP mehr, Alter. Ich komme da nicht mal hin. Ja, aber muss er halt jetzt eingehen. Hast du irgendwas mit Feuer? Hat irgendwer irgendwas mit Feuer? Nee. Gift verbrennt ja auch. Ich überlege gerade. Aber du könntest dich hier im Weg stellen, Flo. Nee, guck mal da. Zum Beispiel Schriftrolle des Feuerballs hat Paul... Ja, aber ich komme nicht ans Inventar. Ja, ja, und du, Sai, hast eine Feuersturmgranate. Ja. Aber ich glaube, du solltest dich einfach ihr in den Weg stellen, Flo. Was soll ich mich denn ihr in den Weg stellen? Ich muss der jetzt... Der anderen, die da runterkommt. Ja, ja, warte mal, das kostet mich 3. Ich habe aber gerade auch nur 4. Das kostet mich auch 3. Nimm übers Ei. Hm? Ja, weil da gepinkt wird... Sag ich nur nicht direkt übers Eis. Nee. Ich überleg bloß gerade, oh, kann ich so dran vorbeilaufen? Natürlich bin ich gelaufen im letzten Zug, als der Scheiß noch Eis war. Hast du nicht irgendwas 1? Das kostet... Ja. Naja, okay, also... Ich laufe jetzt... Also, pass auf. Die Spur zeigt am Eis vorbei. Ja, ist es auch. So, das bringt mir nix. Ich kann auch nichts mehr machen. Könnte einen Schlafsack auspacken. Demonstrativer Zug. Kannst du irgendwas Feuertechnisches machen? Ich? Ja, ich kann mal gucken, ob das bis dahin reicht. Obwohl, dann sterben am Ende noch unsere Inkarnationen, das wäre eigentlich Feuer. Ja, aber so sind sie auch vergiftet. Ach ja, nee, ja, noch nicht. Nee, sind sie gar nicht. Warum nicht? Weil sie Wasser sind? Ich glaube, Paul, ganz ehrlich, du solltest alles nutzen, um runterzukommen. Ah nee, die eine ist vergiftet. Weil die sind oben, sind noch zumindest 2. Wenn du da oben stehst und da oben stehen bleiben, kannst du halt gar nichts machen. Okay. Zack. Hat das getroffen? Ja. Es tat auch ganz gut weh, wieso? Nice, Alter. Sie ist halt immer noch hart auf Orangensaft. Ja, auf jeden Fall, ey. Die O-Saft-Bitch, ey. Unfassbar. Oh, dein Bluttotem. Ups. Paul ist da. Jo. Ja, drauf. Grad, was auf ich mit dir ja, meine überlebt nicht. Meine Inkarnation.
Scheiße. Ist deine Inkarnation so low? Ja, ich denke mal, weil ich. Die wird geheilt! Ich denke mal, weil ich Summon. Oh, Scheiße! Oh, shit. Alter Schwede. Oh, da hat Fokus mich reingebaitet. Aber warte mal, es hat nur einen erwischt. Naja, Paul. Nur Paul. Ist ja scheiße. Okay. Ja, jetzt aber sei. Alter, Butter geht mir Butter geht mir. Oder nur angreifen. Weil angreifen ist nicht killen. Ja, ich mach Torn. Ja. Jetzt hau rauf. Und zack. Oh. Alter! Krank, die einfach drauf sind. Mega. Sei EP wir hier einfach farmen in der Küche. Sei, ja. Kannst du mich reilen zufälligerweise nächste Runde? Alter. Weißt du das? Nein, ich hab nur Teleport frei. Ich hab auch nur noch 36 HP, also. Die haben halt alle übelst lange Cooldowns. Ich hätte die, glaube ich, ein bisschen verteilter benutzen müssen. Wird gemerkt. Ich kann Frage ist, oh, Vorsicht, das macht. Nein, das macht Öl. Das macht Öl, das brennt dann und auch bei Flo dann gleich alles ab. Nee, das wäre nicht so geil. Schieß einfach auf sie drauf. Ja, 17 Schaden, einfach mal Bam und gleich nochmal hinterher. Wenn's geht. Bratz. So. Jetzt hat die noch eine Physical Arme. Ja, kann sie ja. Ich könnte sie jetzt halt einfach komplett wegsnacken. Das kostet mich 2, das kostet mich 2, das kostet mich auch 2. Scheiße. Oh, Flo, aber du hättest im Fall auch eine Wasserbombe, um. Ja, Paul, ja, das habe ich gerade überlegt. Das wollte ich auf Paul werfen. Komm, das mache ich jetzt auch einfach erstmal. So, Wasserbombe. So. Jetzt verkrüppeln. Von brennend zu warm. Verkrüppeln den Schlag auf die alte. Zack, verkrüppelt. Ja, jetzt kann ich leider nichts mehr machen. Durch die Wasserbombe. Paul, alles für dich. Alles. Danke. Immer wieder. So. Guck mal, jetzt stehst du da in deinem Nebel. Mach was draus. Aber voll mystisch und so. Feuerdingsbums kannst du machen, Paul. Und Paul so, ich nehm halt rein. Das war nicht mein Plan. Nehm ich. Echt nicht? Lol, was? Holztotem? Ja, da muss echt Feuer dran stehen. Also ein Millimeter weiter oben. Ja, ist egal. Holztotem passt. Ja, Hauptsache Schaden, das reicht alles. Mach die alte kalt. Hier, ja. Siehst du? Bam, 14. Ja, gut, hier, da, zu Butter. Sind irgendwie besoffen, oder was machen die? Ha. Oh nein, nicht durchs Gift. Ja, das war. Warum bist du nicht zu Butter gegangen? Bonk. Ah, scheiße, die habe ich nicht gesehen. Bonk. Und tot. Sad. Ja, die Runde war vorbei für das Vieh. Ja, kannst du jetzt killen, Boris. Zwei normale Schuss, dann ist die alte weg. Ja. Es steht ein Haus in Neuruppin. Das Haus ist ziemlich alt. Da fahre ich jeden Sonntag hin und mache eine alte Kalt. Ja, du bist durchs Feuer gelaufen. War auch wieder sehr clever, muss ich sagen. Aber er steht zumindest im Nebel. Vielleicht hat so, es. Ist mir egal. Ich hau die alte jetzt einfach, warte mal kurz, 2 und. Ja, doch, steht sogar dran. Ich hau die alte jetzt einfach erst mal um. Zack. Hier Nebelwolke entfernt brennen. Steht dran. Also ein bisschen mehr in die Nebelwolke. Und den Rest laufe ich mit. Ich laufe mal Butter entgegen. Jo. Hast du dir gerade einen Blob selbst in den Weg gestellt oder wie? Nee. Ja, sieht der egal. Hast du noch ein Wasserballon-Zeit? Nee, ich hab doch gerade eben gesagt, der Nebel müsste dir das Brennen entfernen eigentlich. Steht sogar beim Nebel als Effekt dran. Remove. Achso, warte mal, 2 AP, 3, 4. Ja, scheiße. Ich meine, ich habe sonst schon Sachen, mit denen ich dich auch. Ja, kurz. Nee, passt schon. Ich bin vor dem Block nochmal. Aber das ist nur mal überlegen, ob. Ja, vielleicht das hat die ja Spaß am Nebel, macht das werden sollte.
damit Paul und ich da durchgehen können, um sie gleich von verstell ihr mit meinem Blob einfach mal den Weg. So, zack. Läuft. Paul voll mystisch mit seinem. Ja, auch mit seinem Eimer. Das hat gerade richtig gut in dem Nebel, Alter. In dem Nebel, halt echt. Und dann kommt er raus und dann ist ein Typ mit einem Eimer auf dem Kopf. Na und? Hey, das war nichts Negatives einfach. Ja, ja. Nee, du sahst echt voll episch aus in dem Nebel. So. Soll ich jetzt total dumm sein und die Olle da oben runterporten? Nee. Ja, das wäre jetzt echt dämlich. Jetzt sind alle da hochgerannt. Ich kann von da oben angreifen. Toll. Ich nicht. Ich könnte. Nee, warte, das wäre auch ein bisschen useless. Obwohl, ich weiß gar nicht. Aber ich kann sie quasi auf der Stelle teleportieren im Prinzip. Doch, kannst du im Prinzip machen, weil ich kann meinen Mückenschwarm da runterschicken. Also wäre kein Ding. Ja, und teleportieren brauche ich auch nicht nochmal. Nee, weil der Blob kriegt sie ja dann nicht, oder? Ja, das ist egal. Lass den Blob halt Blob sein. Kannst sie ruhig ins Feuer teleportieren. Ja. Ins Feuer? Ja. Okay. Ja, mach mal, das ist super. Zack. Bratz. So, da ist sie. Was war ja, war jetzt so ein bisschen, hätte man vorher absprechen müssen. Hätten wir ja alle unten warten können, war dumm. Ja, klar. Ja, ist jetzt auch egal. Ich hatte sie, wie gesagt, doch einfach auf der Stelle. Ah, guck mal, Boris brennt nicht mehr. Ja, auch schon. Ja. Ja, wollen wir feststellen, dass der Dampf einlässt. Ja, aber gerade er brannte ja noch. Ich glaube, die Effekte, Zug entfernt, wenn irgendwie sowas ist. Richtig. Ist ein bisschen irritierend, aber bam. Ich glaube, das ist das, was passiert ist. Oh, so eine Bitch. Ja, verfehlt. Das fehlt mich, aber schön verfehlt, du blöden Leute. Scheiße, bis dahin komme ich aber nicht, oder? Warte mal kurz. Fuck that, Alter. Echt jetzt? Wie viel braucht der denn? 2. Dann lauf doch einfach nur 2 hier runter. Ja, das wird aber nichts bringen. Hier so, oder? Nee. Ich überlege, ob ich hier quer rüberkomme. Was? Nee, also du bist auf jeden Fall hier, wo du hochgelaufen bist, schneller als über die andere. Mir geht's. Warte mal kurz. Plus, Ziel ist zu weit entfernt. Das liegt nur daran, dass sie jetzt da drüben ist. Wenn ich jetzt hier hingehe, vor den Tisch, also neben meinen Blob. Ach so, Mann. Treffe ich sie dann? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber wenn ich hier runtergehe, auf keinen Fall. Auf der Treppe ist mir auch diese Riesensäule im Weg. Okay. Könnte hinhauen. Die Säule? Nee, nicht die Säule, sondern vor den Tisch stellen. Ja, aber wir sehen ja deine Entfernung nicht. Deswegen. Ja, ich auch nicht. Das Problem ist bloß, ich würde halt echt super treffen, wenn sie nicht da oben stehen würde, die Bitch, Alter. Das gibt's doch gar nicht. So halt ja, nicht. Dann müsste doch vom Blob aus reichen, oder? Ja, warte mal kurz. Ich guck mal. Zack. Ja, nee, nicht, ganz knapp nicht. Nur weil sie da oben steht. Ja, fuck you, dumme Hure. So. Ja. Dann setze ich mich halt hin. So. Bevor wir wieder beim Disrespekten wären. So mit dem Rücken zu ihr hingesetzt, ey. Ah, meine Kollegen klären das schon. Herrlich, Alter. Super gut. Und meinen Blob, den streichel ich gerade. Da poke ich immer mal so ein bisschen ins weiche Gewebe rein. Ich mag meinen Blob. Ja, der hat was. Boah. Nichts gegen meinen Blob. Direkt zusammengeschossen. Bam, ey. Oh, lol. Alter. Jetzt, Alter. Ich glaube, die ist tot, bevor irgendeiner von uns nochmal drankommt, weil jetzt kommt gleich der Blob. Ja, aber der Blob kommt nicht bis hin. Nee, klar, aber sie brennt und hat nur noch 13 Leben. Und dazwischen ist noch das Holztotem, das zerschießt sie einfach, bevor ich dran bin. Ja, den Blob muss ich jetzt aber einfach wegbewegen von uns, weil sonst. Denk dran, Boris und mich looten lassen. Ja, das könnt ihr ja dann machen. Ich will bloß hier erstmal lang blocken. Dann teilen wir so, schön vergiftet. Tschüss, Blob, war schön mit dir. Ah, nicht. Doch, siehst du, hat gereicht, um das ganze Gift. Ah, fast das ganze Gift loszuwerden. Darum ging es mir gerade eigentlich. Ja. Ach komm, machen wir es noch schön aufwendig. Was machst du denn? Hast du noch eine Inkarnation hingestellt?
Oh lol, meine Sicht ist zu ihr, ist glaube ich blockiert, oder? Nein, ist sie nicht. Bunk. Bratz. Und zack. Nice. Sehr schön. Boah. Okay. Dann möge das große Looten beginnen, sag ich mal. Oh lol, ich steuere immer noch meine Inkarnation. Ja, du musst auf dich klicken. Also auf deinen Charakter. Ja. 5, 8, 6, 9. Also ich hätte hier zum Beispiel Griffs Lederhemd, das lag von Anfang an des Kampfes einfach nur daneben. Das würde ich Paul, glaube ich, geben. Ja, ich habe nur ein zerrissenes Hemd. Hier. Nice. So, was habt ihr sonst noch Schönes gefunden? Ich gucke gleich. Haben wir alles gelootet, Zai? Ja, ihr müsst ja sämtliche Leichen und so. Also, warte also mal. Ich glaube nicht. Hier ist noch eine Schaufel. Warte, stehlen wir jetzt noch Sachen? Nee, jetzt stehlen wir keine Sachen mehr. Das heißt, wir können auch, Ja, ihr könnt die ganzen Sachen wieder rumliegen. Lasst mir mal das... Ja, ist egal. Wer hat die Kochstation geklaut? Fischgräte halt nicht. Was mit dem Bierfass? Echt jetzt? Boah, hätte man... Nee, hätte man wahrscheinlich nicht. Das kostet halt alles nichts. Das ist halt alles Quatsch. Kartoffel ist was wert. Sei? Ja? Kann ich diesen Stab haben? Sekunde. Hier ist noch eine Schaufel. Gehen die kaputt? Sollte man noch eine Schaufel mit? Ich nehme einfach noch eine mit. Also wenn irgendwas kaputt gehen kann, steht dran, dass es irgendwie so und so viel aushält. Also ich guck mal, was ich hab. Ich hab Kartoffeln. Ich hab noch eine Haltbarkeit. Schaufel. Nee, Schaufeln haben keine Haltbarkeit. So. Nee, weil... Also ich würde diesen Needle Wand nehmen, weil dir dein Ding für Damage deutlich mehr bringt. Und ja, aber ich setze es ja so gut wie nie ein. Hat jemand von euch Gauner geskillt? Nee. Nee. Okay. Weil ich habe halt einfach noch einen 2 bis 3 so, Flo. Level 1. Ich habe hier Hildurs Plattenrüstung. Ist schlechter als meine. 2 magische Rüstung, 9 physische Rüstung. Feuerresistenz reflektiert 10 Nahkampfschaden als Feuerschaden. Ja, das ist schlecht. Willst du die oder nicht? 2,9. Meine hat 6,9. Meine, ich habe nämlich noch die erste. Was ist denn Eroteurg? Ja, ich könnte ja meine geben, so ist es nicht. Eroteurg ist hier Windmagier. Ja, aber also, bringt mir das irgendwas? Plus 1? Nee. Ja, du kannst damit halt generell irgendwelche Wind- und Elektromagie lernen, solange du das Ding anhast und benutzen. Ja, aber dann nehme ich ja lieber reflektiert Nahkampfschaden als Feuerschaden. Ja, dann gib mir die Brustrüstung, weil je nachdem, wenn wir irgendwelche... Nee, achso, nee, guck mal, du kannst ja noch die Rohlederschuppenrüstung nehmen, Boris. Magische, physische Rüstung. Aber dann gib mir mal den... Obwohl, meine, glaube... Zack, habe ich den gegeben. Ja. Potato Peeler, können wir den brauchen? Kann den irgendwer brauchen? So, ich habe einen Zauberstab mit 4 bis 5 Wasserschaden. So, will Sai jetzt die Schlangenlederrüstung? Ja, würde ich auf jeden Fall erstmal nehmen und behalten. Falls du. Sai, willst du den Zauberstab haben oder Paul? Die Sache ist, ich finde den Stab, den Paul hat, der bringt mir halt gar nichts. Und ich habe halt einen Level 1, 2 bis 3. Ja, aber da ist ja noch Walz Wasserschaden, also Walzstab mit Wasserschaden. Habe ich. Genau, dann hast du noch einen Stab, Walzstab, Stab des Magiers. Warte mal. 11 bis 14 Wasserschaden. Achso, aber das ist jetzt wieder ein Zweihandstab. Das Problem ist, dass gerade Paul und ich gerne Einhandstäbe benutzen wollen. Zweihand ist halt besser für Damage und so, aber er meint, er benutzt diesen Skill gar nicht. Das ist die Frage. Wer nimmt? Wie wir es machen. Nee, wenn... Paul, warum leuchten wir alle nicht rot? Nee. Weil wir geklaut haben, beziehungsweise... Jetzt leuchten wir nicht mehr rot. Nee, ich nicht. Yeah. Also wer will den Wasserschadenstab haben? Sonst verkaufe ich ihn. 11 bis 5? Nee, sonst verkaufe ich ihn. Wie viel hat der von Paul? Warum verkaufst du ihn? Weil er 11 bis 13... Weil ich darauf geskillt habe. Ich krieg für alles mehr Geld als du. Ja. So,
Dietriche behalte ich, Weinflasche, verschlissene Kleidung. Ich gebe mal Flo das ganze Zeug, was zu verkaufen wäre dann. Achso, dieser Potato Peeler, warte, ich tue ihn in meinem Inventar mal nach unten, den braucht keiner. Keine Ahnung, weiß nicht, was er kann, ich glaube nix. Nö. Es ist, so. Nee, Backstabben und. Paul, hast du schon eine Schaufel? Dann gebe ich den dir. Dann gebe ich dir eine Schaufel. Ah, hier liegen noch Schaufeln rum. Alter, wie lange ist denn die Dampfwolke hier noch? Für immer. Forever. So. Magst du mal ganz kurz speichern, Boris? Oh ja, das wäre keine schlechte Idee. Danke. Wie wir einfach 2300 Wert Trudanae haben. Was? Also wir haben Griff's Overpriced Trudanae. Die ist 2100 Gold wert. Was soll das sein? Das ist diese Droge. Ach so, die Droge. Ja, die gut. Immer hat. Aber wahrscheinlich kriegt man die nicht verkauft einfach so. Würde ich jetzt mal raten. Boah, ich will unbedingt noch auschecken, was unten ist. Das will ich heute unbedingt noch machen. Was willst du machen? Was in diesem Keller ist, wo wir letztens mal nicht weiterspielen konnten. Oder. Ja. Wir könnten hier die Dings runtergehen. Ja, ja. Diese Truhe. Hier, genau, das oben. Ist. Nee, wo? Ich dachte, du meinst hier die. Achso, das ja. Ist. Das da oben, wo du gepinkt hast, oder? Ja. Aber ja. Da geht's ja runter in dieses Gefängnis. Also hier geht's zu den Typen, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Also wo ich mitgespielt habe, aufgehört haben. Paul, wo bist du eigentlich? Ich stehe immer noch bei Griff. Dann komm doch hier hoch mal. Flo, ich gebe dir jetzt einfach mal die Drogen, falls du sie je irgendwo verkauft bekommst. Super. Risky, aber. Was sollen sie machen? Nicht verhaften? Alter, er hat 10, 11 davon, oh, die sind richtig teuer. Ich schieb dir auch alles rüber, ne? Du hast jetzt relativ viel bei dir. Ja, ich kann aber auch echt viel tragen. So, wollen wir runtergehen oder was? Ja, würde ich sagen. Also ich gehe runter. Bam. Jo. Ja, nicht looten. Nicht looten. Müssen wir mal merken. Ui, Zweihänder, Schmiedehammer und Gold. Wir können jetzt schmieden. Die Schlangenlederrüstung bei Sai, willst du die nicht tragen? Ja, doch. Mir egal, wenn du sie nehmen willst, sonst kann ich dir die Robe geben, die hat mit mehr Magic Armor weniger. Gib sie Paul. Ich hab. Ja, meine ist jetzt einfach nur. Ui, die eine hat halt mehr Magic, die andere hat mehr Physical. Ja, aber ich glaube, Paul ist grundsätzlich. Ich habe scheiße. Es schlechter als die, die du da hast. Welche auch immer das. Warte. Alter. Von Paul, das Sahailas Wappen ist ja übelst geil. Ich schick dir einfach mal die Snakes. Ja, aber es kann ja keiner von uns tragen. Ja, ja, klar. Dinger, aber es ist halt sind. Übelst geil. Ja. Nichtsdestotrotz. Okay, hier ist so ein Dingenskirchen. Ui, was hast du da gefunden, Sai? Nur leere Flaschen und eine Hose mit 3 physischer Rüstung und plus 0,1 Movement. Kann jemand Hosen brauchen? Definitiv. Dann schicke ich dir die. Und ich habe lediglich fleckige Hosen. Wenn ich habe sie dir geschickt. Wenn wir das hier ansprechen, wird das zu einem Monster? Nee. Einfach nirgends draufklicken zum Traveln. Das ist ein Schnellreisepunkt jetzt hier. Okay. Aber den müssen wir einmal anklicken, um ihn zu aktivieren. Ich glaube jetzt nicht mehr. Jetzt wurde er doch so kreiselig angezeigt, oder? Genau, ja. Dieser Wirbel wird jetzt angezeigt. Okay, jetzt sind wir wieder hier im Gefängnis. Wollen wir kurz speichern, bevor wir jetzt hier wieder rumrennen? Ja, gute Idee. Und jetzt Krieg. So, hier ist der Dude, den kennen wir. Und genau, da sind diese Magister-Dudes. Kann man mit dem sprechen? Da waren wir doch schon. Oh, ich meine, der hat eine Hose. Du hast doch jetzt auch eine. Okay, Vorsicht, nicht weitergehen.
Die haben Level 3, also es ist bestimmt machbar und wir sind ja jetzt sowieso crank drauf. Wir sind ja over-equipped sozusagen. Okay, nur nicht vorgehen. Lass Flow vorgehen. Flow. Oh, jetzt quatscht er mich. Okay. Oh, da seid ihr. Komme. Was macht Rested eigentlich? Oh ja, hey, benutzt eure Bedrolls, wenn ihr welche habt. Damit. So, was? Man dann erstmal. Hier Schlafsäcke. Damit ich bin komplett gerested. Geheilt. Ja, klar, aber du kriegst Rested, damit kriegst du noch einen Buff. Achso. Ja. Kriegst du einen Buff? Ja. Ausgeruht. Okay. So, zack. Letzter Kampf, los. So, ihm sagen, dass du gehst? Nein. Dass seine Handel Mutter vorschlagen? Nein. Rausgekommen ist. Was mache ich denn? Was meint ihr? Aggressiv, einfach volle Attacke. Okay, ihm sagen, dass du gehst und ihm nicht rät, dir in den Weg zu stellen. Genau. Ja, okay. That's almost cute. Boah, wie ich dich hasse. He looks you up and down. Got a nice marble to you, haven't you? Gut, ach du Scheiße, das sind ja so viele, stimmt ja. Oh, Kacke. Einer ist bei uns ein Hund. Der Hund darf nicht sterben. Oh, er hat mich angegriffen, das Schwein. Okay, warte. Ist hier irgendwo eine Leiche? Ja, da. Nee. Der lebt. Was? Der lebt noch. Scheiße. Der lebt noch. Das kann ja, damit kann er ja gar nicht umgehen. Aber grad. Vorsicht, neben dem Typen, der K.O. ist, ist ein Level 10 Stuhl mit 325 Leben. Ja, mit dem wollte ich, mich jetzt auch nicht anregen. Die Frage ist, machen wir erst den Magister Hundemeister platt? Kann der ständig immer wieder neue Hunde beschwören? Weil dann macht es Sinn, den zuerst zu machen. Oder wollen wir den Hund zuerst machen? Zwei. Oder hier 2-2. Ich könnte ihm erst Fäulnis und dann einen verkrüppelnden Schlag verpassen. Das werde ich mal machen. Ach was. Ach scheiße, dafür muss ich näher ran. Fuck. Das kostet mich schon wieder 1 AP. Warte mal, 1, dann reicht das nicht mehr. 2-2. Fuck that, Alter. So, oh Mann ey, der Typ geht mal richtig hart ab. Da muss ich viel näher ran. Das bringt mir noch nichts, weil ich nicht... Weil ich keinen Schaden erlitten habe. Na gut. Kriegt halt nochmal auf den Maul. Zack. Oh oh. Das ist ja so richtig scheiße. Ich mach mal jetzt. Erst den Hund oder erst den Typen? Was hätten Sie gerne? Na, ich glaub. Erst den Hund, weil der macht halt von... Ah, Hunde warte mal. Du stehst doch schon im Brennen drin, ne? Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt den Flächenschaden, also den fossilen Dieb mache, dann passiert dir ja nichts mehr. Weiß ich nicht. Ist mir nichts passiert. Gut. So. Dann geben wir ihm davon noch einen Ja, mit. Gift ist geil. Gift ist immer gut. So. Haben wir... Ey, was war das denn? Boah, der Hass, Alter, ey. Die sind echt hart drauf, die Typen. Hallo, Baby. Ich hab noch diverse Rüstungen. Hi, Babe. Richtig niedrige Rüstungswerte irgendwie. Ja, schön. Bam, Alter. Super geil. Gleich mal drauf. Au. Ach, das hat richtig wehgetan. Ja, boah, aber 20 Schaden. Ich habe Rüstung und Leben verloren ohne Ende. Warum hat dich das denn erwischt? Weil das einen riesen Sprengradius hat. Ja, sieht so aus. Ja. Er kommt nicht ran, weil der eine Typ, deine Inkarnation und das Totem im Weg sind, um an Flo ranzukommen. Ja, aber ich habe halt auch so gefressen gerade in den letzten zwei Runden. Schau mal. Ja. Nee, bringt mir aber nichts. Doch, natürlich. Du brennst jetzt erstmal nicht. Du hast eine magische Rüstung. Ja. Du kannst noch geil werden. Ist gut. Ja, Reck ist gut. Reck ist halt absolut spitze. Okay. Machen wir noch eine Feuerinkarnation? Das Problem ist. Naja. Was machst du? Machst du eine? Feuerinkarnation? So mit Fragezeichen? Ja, die Sache ist halt. Die machen halt wirklich. Durch ihren Feuerball zwar gut Schaden, aber halt mega Explosionsradius. Ja, wir müssen ja nicht.
die alle neben dich angreifen lassen. Na dann, hau rein. Ich mag die Feuerinkarnation. Find die gut. Läuft. So, erstmal nochmal im Zug soll ich... Ich würde den Hundemeister weiter... Nee, ich kann, glaube ich, beide provoken. Ja. Ja, oder so. Oder provoke das nur einen? Weiß ich nicht. Klick mal nee, auf... Nee, enemies den. Around you. Ja, siehst du? Geht auf alle. Ah, shit. Dumm. Ja, vergessen. Aber dann werfe ich einen Feuerball auf den Dude hier, aber ich mach den... Ah ja, der hat ja eine Reichweite, dann mach ich den so. Ach lol, der macht auch Feuer in dem ganzen Radius. Okay, das ist gut zu wissen. Und dann kannst du den noch eine reinhauen, oder? Ah, nee, keine Punkte mehr. Okay. So, der ist schon mal. Alter, wie er ihn einfach. Alter! Und wie sein Hund einfach end existiert. Ja, das ist halt super nice. Das heißt, ich kann Cyrus auf jeden Fall. Oh lol, ich bin wieder dran! Ja, die Dinger sind einfach okay. Ja. Sind so krass. Holy shit, wie broken. Ja, spazier mal kurz aus dem Feuer raus. Ja. Zack. So, siehst du hier Block bei Magic Armor? Das Problem ist, ich weiß jetzt gar nicht, was ich mit dem machen soll. In die Fresse. Einfach Standardangriff, damit könntest du ihn versteinern. Warte mal kurz, das kostet mich zwei, das kostet mich einen. Ja. Achso, wenn ich aber meinen Blob im das, Feuer wecke. Aber ich meine, das Viech hat recht viel Leben, oder? Ja, genug auf jeden Fall. So? Ja, fast. So, und dann. Ich überlege, ob ich dem Typen nochmal eine reinhaue, weil Berührung der Fäulnis brauche ich ihm jetzt nicht geben. Kann ich aber auch. Nee, ja, nee, brauchst du, glaube ich, nicht. Ich glaube, der kriegt echt genug Schaden. Aber ich stehe halt nah genug dran. Aber du flankierst. Nee, ist egal, ich stehe nah genug dran. Das ist einfach easy. Ja, das geht aber auf Physical. Also, so, 3 AP. Kannst du mit deinem Block eigentlich zu den Bogenschützen laufen? Ja, bin ich gerade auf dem Weg. Ah. Hallo. Tag. Oh lol, lol. Das war doch eher gegen ihn, oder? Naja, ja, aber auch gegen uns, weil wir kommen nicht hin. Erwischt, aber... So, der hat noch 45. Ja, der hat aber auch noch hart viel physische Rüstung. Sollen wir, wenn wir irgendwo einen Hydrosophen finden, Regen skillen lassen für, keine Ahnung, einen von uns? Also ich, ah nee, warte mal, ich bin der einzige Hydrosoph. Okay, dann auf mich, dass ich sowas zum Beispiel löschen könnte. Ja, ja, das wäre super sinnvoll. Au, ah, verfehlt, lol. Er hat gemisst. Super. Kannst du noch eine Feuerinkarnation machen, Paul? Nee. Das wäre so fail, Alter. Allein, dass das Feuertotem dann halt auch direkt wieder dran ist, ist halt so geil, Alter. Ich liebe unsere Team-Kombo. Ich finde die so cool. Ey, einfach jedem plus eins auf Summoner. Einer könnte uns mal ermutigen, weil das ist halt mega gut. Also ich werde auch definitiv einen Punkt auf Summoner machen, das ist cool. Aber... Ich habe das gesagt, aber mir ist gerade eingefallen, wir haben ja kein Buch mehr für das. Oh ja! Inkarnation. Oh nein! Was meinst du, wir haben kein Buch? Naja, du hast dieses Buch, um die Inkarnation zu lernen, ja nicht. Das heißt, du kriegst keine Inkarnation, bis du irgendwen findest, der das Buch verkauft. Aber ist das scheiße, er ist nicht geschockt, weil das Blut unter der Treppe ist. Oh, wie ärgerlich! Nee, soll ich den, geschockt wegen seiner soll ich den Swordsman irgendwo... Sicher? Ja, ich glaube schon. Soll ich den Swordsman irgendwo nach da teleportieren, dass er wieder schwindet? Ja, aber dann kann ich ihn ja nicht angreifen. Ja, okay, ich kann ihn dir auch vor die Füße setzen. Ja, finde ich schöner. Okay. Aber nicht auf mich. Ja, ja. Ich mir das nochmal mit dem Buch. Naja, das Buch... Ich konnte den Skill ja nicht lernen ohne das Buch. Und das Buch hatte die Tuse, das haben wir gekauft und jetzt hat sie es ja nicht mehr. Ja, aber wir werden ja noch in eine andere Stadt kommen und eventuell hat eine andere Tuse noch. Ja, klar, wir brauchen halt dieses Buch noch. Klar, aber das kriegen wir ja hin. So, ich werf mal noch eine Basic Attack hinterher. Oh, das gibt's doch nicht. Es ist echt unfassbar. Seid ihr noch da, ja?
Ja. Ich muss das Spiel neu starten, es ist wieder abgestürzt. Was ist denn das? Aber ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich muss unbedingt, und jetzt ohne Spaß, ich muss unbedingt mich in OBS reinfuchsen, weil XSplit ist so schlimm verbuggt. So krass. Okay. Das sorgt für Abstürze. XSplit eigentlich, das ist, wofür du zahlst. Ne? Ich habe jetzt, ja, ich bezahle, ja, also ich habe dafür bezahlt. Für zwei Versionen, also für zwei Konten vor allem. Das Problem bei XSplit ist aktuell, aber du bezahlst ja nur einmal, ist ja kein Abo. Das Problem bei XSplit, ich habe es jetzt bei drei Rechnern probiert. Alle Rechner freezen komplett zum Tod ein. Lad mich mal ein, bitte, Boris. Wenn du aus einem laufenden Spiel raustappst, wenn du lokal aufnimmst oder streamst. Okay, krass. Also sie freezen wirklich so ein, dass du nichts mehr machen kannst, außer komplett zu killen. Boris steuert Flo. Nee, nein. Nicht mehr. Ich komme gerade online. Wie gesagt, Boris steuert Flo und Flo gleich nicht mehr. Angeschlagen. Nein, es steht halt dran, Boris Turn. Oder Ermutigung. Ich mache jetzt mal Ermutigung für alle. Was? Er steuert dich tatsächlich? Fragezeichen? Nein, ich habe Flo schon längst eingeladen. Ja, ich weiß. Hm. Was hast du gemacht? Ich habe dich eingeladen. Bist du schon im Spiel, Flo? Ja. Ja, dann muss Boris jetzt den Zug erstmal ausführen wahrscheinlich. Ach, scheiße. Oh Gott, nicht den Mückenschwarm. Nein, auf sie mit Gebrüll ist auch scheiße. Obwohl, du hast immer noch die Frostrüstung. Ganz kurz. Auf sie mit Gebrüll hat aber viel Reichweite, mach das. Schau mal. Ja. Was denn? Aber ganz kurz, deine Waffe macht ja auch magischen Schaden. Nur so. Der Dude vor dir hat nur noch 7 Leben und keine magischen. Ja, er soll ja auch auf sie mit Gebrüll machen, weil das genug Reichweite hat. Aber wie viel Abklingzeit hat denn das? Ist egal, das kann ich jede Runde einsetzen. Ja, also 0. Ja, weil das bei der Waffe drauf ist. Bam. Oh lol. Wie enttäuschend. Ach, weil er bestet ist. Soll ich nochmal alle ermutigen? Ja, mach mal. Ermutigen ist super. Perfekt. Auf dich selber klicken. Bam. Yay. Und tot ist er. Das Problem ist nur... Jetzt müssen wir verlöschen. Ah ja, nee, jetzt bin ich wieder... Nee, hä? Jetzt spiele ich Boris? Was? Nein. Doch? Doch. Doch. Wie unendlich bescheuert ist das. Aber das denn? Ist wahrscheinlich jetzt nur in diesem Zug. Nehme ich mal an. Ja, ich hoffe sehr. Ach, Alter. Ich kenne halt deine. Weil er für dich skillt zu null in dem Moment. Was? So, warte mal, nimm mal die Wasserbombe oder den Wasserzauber und mach mal hier, dass wir da durch können. Dann lauf weiter nach vorne. Ja, das hier löscht halt, glaube ich, eine Menge. Keine Ahnung. Ich probiere es mal. Ah, Rain, du hast ja Regen. Okay. Ja, aber nur mit einem so einem Zauberding halt. Ach so, okay. So, und dann kannst du nach vorne laufen. Ja, das kostet... Warte mal, was kosten denn deine Sachen? Das kostet 2, Angreifen kostet 2. Ja, aber du siehst ja eh keinen. Fleischopfer gibt mir doch den da an der Treppe, den würde ich halt gerne angreifen. Aber die Sicht ist versperrt. Eben, du musst nach vorne laufen. Hör mal kurz, 2 AP. Fleischopfer. Du könntest ja den rechten vielleicht nehmen. Ja, ich will ja den Magisterwaldläufer da nehmen. Aber mit... Ich könnte Giftschaden verursachen, aber das ist ein Item, ne? Nee, ja doch, mach. Nee, ich greife ihn normal an. Ja. Boah, 21 Headshot oder was, Alter. Aber die Frage ist jetzt, sind wir eigentlich weil ich bin immer noch bei dir, den Fleutzen Flickowski. Ja, ich auch, finde ich mega nervig. Ja, hab ich auch keinen Bock drauf, warte mal. Warte kurz, ich gehe kurz aus dem Spiel raus.